Brombeerstrauch. Peppa und ihre Familie sind zu Besuch bei Oma und Opa Wutz. Heute möchte ich gerne einen Apfel-Brombeerstreusel backen. Lecker! Und ihr tüchtigen Pflücker zieht los und holt das Obst. Ei, ei, Oma Wutz! Wir haben Körbe für die Äpfel. Und wir haben Eimer für die Brombeeren. Also das Einfachste zuerst. Äpfel pflücken. Ich zähle bis drei und dann Schüttelei. Eins, zwei, drei. Jetzt kommen die Brombeeren dran. Warum essen wir nicht einfach nur Apfelstreusel? Weil Brombeeren auch lecker schmecken, Opa Wutz. Na gut, jetzt wird's kompliziert. Also das nenne ich mal einen Brombeerstrauch. Dieser Strauch stand hier schon, als ich noch ein kleines Schweinchen war. Dieses wuchernde Unkraut. Ich hätte es schon vor Jahren ausgraben sollen. Opa, warum magst du den Strauch denn nicht? Ich mag einfach nicht, wie er mich anguckt. Dummer Opa, das ist doch nur ein harmloser Strauch. In dem es von Brombeeren nur so wimmelt. Schorsch hat ein paar große, saftige Brombeeren entdeckt. Vorsicht, Schorsch, sonst verhedderst du dich noch. Mit dem Stock hier komme ich auch an die schwierigen Beeren dran. Schlauer Opa! Aber die besten Beeren wachsen hier ganz, ganz oben. Darum habe ich mir die Leiter mitgebracht. Lehn dich nicht zu weit vor, Mama Wutz. Keine Sorge, in diesem Brombeerstrauch bin ich schon als kleines Schweinchen rumgeklettert. Ja, aber du bist kein kleines Schweinchen mehr. Ich weiß schon, was ich tue. Oh weh, Mama Wutz ist in den Brombeerstrauch gefallen. Mama, kommst du da raus? Nein, ich hänge fest. Du bist gefangen in einem Dornbusch. Genau wie Dornröschen. Was? Es war einmal eine Prinzessin, die hieß Dornröschen. Eines Tages schlief sie in einem Dornbusch ein. Und dort blieb sie 100 Jahre lang. Ja, eine wirklich schöne Geschichte, Peppa. Da kommt Luzi Locke. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Meine Mama steckt in einem Brombeerstrauch fest und da bleibt sie jetzt für 100 Jahre. Genau wie Dornröschen. Und dann wird sie gerettet von einem hübschen Prinzen. Der gibt ihr einen Kuss. Meine Mama erlebt gerade ein Abenteuer. Ich wünschte, meine Mama würde auch solche Abenteuer erleben. Könnte sich mal jemand drum kümmern, mich hier wieder rauszuholen? Mach dir keine Sorgen, Mama. In 100 Jahren kommt ein hübscher Prinz und rettet dich. Ich bin der hübsche Prinz. Opa Wutz, darf ich euch um eure Rosenschere bitten? Mit Vergnügen, tapferer Ritter Papa Wutz. Jetzt geht's dir an die Ranken. Nimm das, du dornige Halunke, du. Hurra! Ah, mein Prinz. Meine Prinzessin. Eigentlich hätten sie da 100 Jahre drinnen bleiben sollen. Na danke, mir war das schon lange genug. Mama ist ein Brombeerstrauch. Und ich dachte, solche Sachen passieren nur mir. Schön stillstehen, dann pflücken wir dich leer. Und jetzt bringen wir das Obst nach Hause zu Oma Wutz. Oma, Oma, Mama hat ein Abenteuer erlebt. Und dann ist Mama in den Strauch geflogen. Sie hat ziemlich dumm geguckt und sie hat gerufen, ah, hilf mir, Hilfe! Und dann ist Papa gekommen und hat sie gerettet. Ende. Danke, Peppa. Ich glaube, wir haben die Geschichte jetzt oft genug gehört. Aber sie ist doch lustig. Ich will jedenfalls nie wieder in meinem Leben eine Brombeere sehen. Heißt das, du willst auch keinen Apfel-Brombeerstreusel? Also, wie lecker. Mama Wutz liebt Apfel-Brombeerstreusel. Alle lieben Apfel-Brombeerstreusel. Pfeifen. Es ist ein schöner, sonniger Morgen und Papa Wutz liest seine Zeitung. Papa, was machst du denn da? Ich lese gemütlich Zeitung. Du machst aber ein lustiges Geräusch dabei. Ja, ich pfeife. Oh. Pfeifen macht Spaß, versuch's doch auch mal. Aber wie macht man das? Ganz einfach, du musst nur mit dem Mund ein O machen und pusten.
versuch mal noch ein kleineres O zu machen. Eher so. Und schon pfeifst du eine Melodie. Ich habe einfach nicht den richtigen Mund dafür. Dein Mund ist in Ordnung. Du brauchst nur ein bisschen Übung. Das ist unmöglich. Man braucht nun mal Zeit, um die wichtigen Dinge zu lernen. Sowas wie Fahrradfahren oder gar Klavierspielen. Es hat Jahre gedauert, bis ich mit den Ohren wackeln konnte. Bah! Mama Wutz ist in der Küche und backt Plätzchen. Was machst du da, Peppa? Ich lerne zu pfeifen. Oh, ich verstehe. Mama, kannst du pfeifen? Ich weiß nicht, ich hab's noch nie probiert. Man braucht ganz viel Übung dafür. Oh ja! Mama Wutz kann pfeifen. Du kannst pfeifen. Du bist ja auch schon alt, Mama. Danke, Peppa. Schorsch spielt im Kinderzimmer mit seiner Rakete. Schorsch, ich lerne gerade, wie man pfeift. Man muss ein O mit seinem Mund machen und dann pusten. Macht nichts, Schorsch. Das ist nämlich fast unmöglich. Genauso wie mit den Ohren zu wackeln. Schorsch kann mit den Ohren wackeln. Pfeifen ist noch schwerer. Schorsch kann pfeifen. Oh. Was ist los, Peppa? Ich kann nicht pfeifen, aber alle anderen können das. Mach doch nichts. Ich backe gerade Plätzchen. Möchtest du den Löffel ablecken? Nein, danke, Mama. Ich möchte lieber bei Luzi Locker anrufen. Na klar, Peppa. Guten Tag, Frau Wutz. Guten Tag, Frau Locke. Peppa möchte gern mit Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Was machst du gerade? Ich lerne, wie man pfeift, aber ich kriege es immer noch nicht hin. Das klingt schwierig. Es ist unmöglich. Kannst du pfeifen, Luzi? Nein. Oh, gut. Ich meine, es ist schade, dass du nicht pfeifen kannst. Aber gut, weil ich auch nicht pfeifen kann. Was ist Pfeifen überhaupt? Man muss mit dem Mund ein O machen und dann pusten. Etwa so? Hallo, Peppa. Die Plätzchen sind fertig. Oh, lecker. Plätzchen. Die sind heiß. Puste lieber erstmal. Au. Willst du nicht auch ein Plätzchen, Peppa? Nein, danke, Mama. Ich glaube, ich gehe lieber nach draußen und habe mal eine Weile meine Ruhe. Kannst du inzwischen pfeifen? Es hat keinen Zweck, Papa. Ich werde es niemals schaffen zu pfeifen. Niemals. Hast du denn auch fleißig geübt? Ja, oft. Aber es funktioniert nicht. Du brauchst erst mal eine Pause, Peppa. Hier, nimm dir ein Plätzchen. Das ist heiß. Du musst pusten. Oh, was war das? Für mich hat sich das nach Pfeifen angehört. Das machst du aber schön. Peppa hat gelernt zu pfeifen. Ich kann pfeifen. Töpfern. Peppa und Schorsch sind zum Spielen bei Zoe Zebra. Zoes kleine Schwestern Susi und Sina basteln einen Dschungel aus Knetmasse. Schorsch hat einen Dinosaurier aus Knete gemacht. Peppa und Zoe spielen Picknick mit ihren Kuscheltieren. Einen schönen guten Tag, Herr Affe. Möchten Sie gern eine Tasse Tee? Herr Affe sagt ja. Und wie heißt das Zauberwort, Herr Affe? Das heißt bitte. Oh, wir haben gar kein Teegeschirr. Wir können uns ein Teegeschirr aus Knete machen. Au ja! Schorsch, können wir auch was von der Knete haben, bitte? Nein. Susi und Sina, wir würden gern ein Teegeschirr für unser Picknick machen. Nein! Ihr könnt uns ja dabei helfen.
Ich mache die Teekanne. Und wir machen die Tassen. So, jetzt kriegt Herr Affe seinen Tee. Oh, diese Kanne ist viel zu weich. Ein Teegeschirr sollte nicht weich sein. Meine Mama macht richtiges Geschirr. Sie hat eine Töpferei. Mama, können wir ein richtiges Teegeschirr machen, bitte? Mit Teetassen und einer Teekanne, wo wir richtig Wasser reintun können. Na klar, kommt mal mit. Das ist die Töpferei von Frau Zebra. Also machen wir ein Teegeschirr. Was ist das? Ton. So fängt man immer an beim Töpfern. Aber der ist genauso weich wie Knete. Der Ton muss weich sein, dann können wir ihn formen. Aber später ist er nicht mehr so weich. Oh. Frau Zebra formt auf der Töpferscheibe eine kleine Tasse. Fertig. Eine Tasse. Boah. Ich glaube, das geht ganz einfach. Willst du's mal versuchen? Ja, bitte. Das ist ganz glitschig. Ah, so geht das nicht. Es ist gar nicht so einfach, auf einer Töpferscheibe eine Tasse zu formen. Eine Tasse kann man auch einfacher machen. Zuerst rollen wir den Ton zu einer langen Wurst. Etwa so. Sieht aus wie ein Wabbelwurm. Ich bin ein Wirbelwurm, ich bin ein Wabbelwurm. Ich wabbel so rum, was soll ich sonst tun? Ich bin ein Wirbelwurm. Wir wickeln ihn rundherum und rundherum. Das wird aber ganz wellig. Dann mache ich ihn schön glatt mit meinen Händen. Und ich mache einen Henkel dran. Das ist eine Tasse. Jetzt haben wir zwei Tassen. Ja, aber zu einem Teegeschirr gehören mehr als zwei Tassen. Wir können alle Tassen machen. Ja. Schorsch hat einen Dinosaurier gemacht. Schorsch macht immer nur Dinosaurier. Oh, ein furchterregender Saurier. Jetzt müssen wir das Teegeschirr im Ofen brennen. Im Brennofen wird der Ton ganz heiß gebrannt. Davon wird er hart. Das Teegeschirr ist fertig. Hurra! Jetzt malen wir es an. Die Kinder bemalen das Teegeschirr mit schönen leuchtenden Farben. Das Teegeschirr ist fertig. Und jetzt können wir unser Picknick machen. Und für jeden ist eine Tasse da. Oh, wir haben vergessen, eine Kanne zu machen. Ich weiß was. Der Dinosaurier von Schorsch kann die Teekanne sein. Ja, wir füllen ihn mal mit Wasser. Das ist das beste Teegeschirr auf der ganzen Welt. Natürlich, ein richtiges Teegeschirr hat einen Dinosaurier als Teekanne. Teekanne. Papierflieger. Papa Wutz packt seine Sachen für die Arbeit. Gut, jetzt habe ich alle Papiere, die ich brauche. Wiedersehen. Wiedersehen, Papa. Mama, können wir vielleicht was basteln? Klar, was möchtet ihr denn basteln? Saurier. Ach, Schorsch, du sagst immer nur Dinosaurier, egal worum es geht. Wir könnten ein Flugzeug basteln. Schorsch liebt Flugzeuge. Können wir ein Flugzeug basteln, das richtig fliegt? Ja, wir brauchen nur ein bisschen Papier dafür. Wir wissen, wo es Papier gibt. Im Arbeitszimmer gibt es eine Menge altes Papier. Wir haben Papier. Sehr gut. Mama Wutz bastelt ein Flugzeug aus Papier. Ihr faltet das Papier in der Mitte. Dann knickt ihr oben die Ecken um und das gleiche nochmal, damit es eine Spitze gibt. Jetzt faltet ihr die Seiten zurück. Guckt so. Und fertig ist der Papierflieger. Jetzt probieren wir mal, ob sie auch fliegen. Achtung, fertig, los! Oh! Der Papierflieger von Mama Wutz landet in einem Baum. Ich bin dran. Hui!
Der Papierflieger von Peppa landet in einem Blumentopf. Du bist dran, Schorsch. Hui. Der Papierflieger von Schorsch macht einen Looping und landet im Ententeich. Und jetzt machen wir ein ganz großes Flugzeug. Dafür brauchen wir aber auch ein ganz großes Blatt Papier. Hier ist ein großes Blatt blaues Papier. Peppa und Schorsch haben einen großen blauen Papierflieger gebastelt. Papa Wutz! Hallo zusammen. Musst du heute nicht arbeiten? Doch, aber ich brauche noch ein paar ganz wichtige Arbeitspapiere. Papa, wir basteln Papierflieger. Und wir haben einen richtig großen gemacht. Boah, fantastisch. Den wirft am besten jemand, der groß und stark ist. Achtung, fertig, los! Der große blaue Papierflieger fliegt sehr hoch und sehr weit. Der fliegt ja immer weiter. Wiedersehen, Flieger. Haha, wiedersehen. So, jetzt muss ich aber meine wichtigen Arbeitspapiere finden. Hat einer von euch irgendwelche Papiere gesehen? Am besten kommst du mal mit. Ist das eins von deinen wichtigen Papieren? Ja, das ist eins davon. Ist das ja auch ein wichtiges Papier von dir, Papa? Ja, danke schön, Peppa. Und was suchen wir hier am Ententeich? Oh, ich verstehe. Danke schön, Frau Ente. Das einzige Papier, das ich jetzt noch vermisse, ist ein großer blauer Bauplan. Ist er groß und blau? So wie der Papierflieger, den du ganz weit weggeworfen hast, Papa? Dem wir dann auch noch Tschüss gesagt haben? Ja, dann muss ich wohl mal im Büro anrufen. Das ist das Büro von Papa Wutz. Hallo, Papa Wutz. Hast du die Papiere gefunden? Ja, die meisten habe ich schon. Also, was wir dringend brauchen, ist der große blaue Bauplan. Das ist genau das Problem. Papa hat ihn fortgeworfen. Fortgeworfen? Und er ist geflogen und geflogen. Ah, er ist hier. Er ist gerade auf meinem Tisch gelandet. Hä? Was für eine fabelhafte Idee, einen Papierflieger daraus zu falten und ihn zu uns zu werfen. Oh, ja. Naja, ich bin so eine Art Experte, wenn es ums Werfen geht. Dankeschön, Papa Wutz. Nachdem Papa Wutz den Bauplan abgeliefert hat, kann er sich den Rest des Tages freinehmen. Ah, wunderbar. Papa, wir brauchen aber deine Zeitung. Wofür? Um Papierflieger daraus zu basteln. Krankenhaus. In der Spielgruppe sind heute alle draußen. Peppa und ihre Freunde haben Spaß, herumzutoben. Aua, mein Knie. Was ist mit dir, Peppa? Mein Knie tut weh. Madame Gazelle, Peppa ist aufs Knie gefallen. Dein Knie ist nur aufgeschürft, Peppa. Madame Gazelle macht Peppas Knie zuerst sauber und dann klebt sie ein Pflaster drauf. Und ist es jetzt besser? Ja. Dankeschön. Also, Kinder, ihr habt sicher schon bemerkt, dass Pedro Pony heute nicht da ist. Kommt er wieder zu spät? Nein, Luzi. Pedro ist im Krankenhaus. Oh! Und wir wollen ihn heute besuchen gehen. Das ist das Krankenhaus. Peppa und ihre Freunde machen einen Besuch bei Pedro Pony. Denkt daran, Kinder. Bleibt schön bei mir. Ich will nicht, dass jemand verloren geht. Ja, Madame Gazelle. Entschuldigen Sie, Herr Bulle. Wo geht es denn ihr zur Kinderstation? Treppe runter, zweimal durch die Tür. Rechts, links, rechts, den Flur entlang. Treppe rauf, dritter Gang rechts. Oh. Oder Sie fahren einfach mit dem Aufzug. Kinderstation! Pedro schläft bestimmt. Kranke Kinder müssen nämlich viel schlafen. Hallo zusammen. Hallo, Pedro. Warum schläfst du nicht? Du siehst auch gar nicht krank aus. Ich habe mir das Bein gebrochen und jetzt habe ich diesen Gipsverband. Boah! Der Gipsverband hilft, dass Pedros Bein wieder heilt. Ich habe mir am Knie wehgetan und ich habe auch einen Verband. Boah! Wollt ihr etwas malen auf meinem Gipsverband? Oh ja! Alle Kinder malen etwas auf Pedros Gipsverband. Ich male einen Fußball. Und ich eine Blume.
Mr. Kartoffel, ein Piepmatz und ich eine Matschepfütze. Toll! Danke, Freunde. Jetzt darfst du auch auf mein Pflaster malen. Gut, ich male eine kleine Blume. Danke, Pedro. Pedro, wie ist es eigentlich im Krankenhaus? Ganz toll. Wie sind die Krankenschwestern? Die schenken mir Aufkleber. Toll. Und sie kommen immer sofort, wenn ich hier drauf drücke. Was ist das schon wieder? Ich tippe auf Pedro. Was ist denn los, Pedro? Wir haben sehr viel zu tun. Mich juckt es ein bisschen. Auch wenn dein Bein juckt, Pedro. Der Gips muss trotzdem dranbleiben, bis dein Bein wieder heile ist. Aber mein Bein juckt gar nicht. Es juckt hinterm Ohr. Ist es so besser? Ja, danke schön. Essenszeit! Was möchtest du denn heute gern, Pedro? Ich hätte gern Spaghetti und Schokopudding, bitte. Darfst du etwa im Bett essen? Ja! das sieht gut aus. Dr. Braunbär kommt, um zu sehen, wie es Pedro geht. Wie geht's uns denn heute, Pedro? Hinterm Ohr juckt es ein bisschen. Genau hier. Ich glaube, du bist fast gesund. Die Besuchszeit ist vorbei. Wiedersehen, Pedro. Auf Wiedersehen. Gute Besserung, Pedro. Danke, Madame Gazelle. Wieder einmal ist die Spielgruppe draußen. Peppa und ihre Freunde haben Spaß, herumzutoben. Madame Gazelle, mein Pflaster ist abgegangen. Kann ich ein neues haben? Du brauchst kein Pflaster mehr, Peppa. Dein Knie ist wieder heile. Oh ja! Hallo zusammen. Pedro Pony ist wieder da. Oh, hallo Pedro. Wo ist dein Gipsverband? Der Gips ist ab und mein Bein ist wieder heile. Ist es denn auch wieder stark? Es ist stärker, als es vorher war. Es ist ein Superbein. Kannst du damit rennen? Guck mal. Pedro hat wieder großen Spaß daran, herumzurennen. Alle haben großen Spaß daran, herumzurennen. Frau Mimmels Hubschrauber. Peppa und ihre Familie gehen aufs Sommerfest. Guckt mal, hier stehen lauter Rettungsfahrzeuge. Opa Kleff führt seinen Abschleppwagen vor. Wollt ihr mal das Signal von meinem Abschleppwagen hören? Frau Locke führt das Feuerwehrauto vor. Das ist das Signal vom Feuerwehrauto. Und Frau Mümmel führt ihren Rettungshubschrauber vor. Und das ist das Signal, das mein Hubschrauber macht. Hubschrauber im Rückwärtsgang. Hubschrauber im Rückwärtsgang. Ui. Wollt ihr mal eine Runde mitfliegen? Ja, bitte. Na schön, hüpft rein. Oh weh, kein Platz mehr für mich. Kein Problem, ich guck von hier unten. Papa Wutz mag lieber nicht so hoch oben sein. Juhu, der Hubschrauber geht in die Luft. Ja, er fliegt gerade nach oben. Und gerade nach unten. Ui. Oh, er kann sogar Loopings fliegen. Ui. Armer Papa, er verpasste den ganzen Spaß. Ja, armer Papa. Einmal Eis, bitte. Lecker. Wir könnten wieder landen, oder? Notalarm, Notalarm. Rettungshubschrauber, bitte kommen. Schon unterwegs. Ihr habt Glück. Wir haben einen Noteinsatz. Herr Bulle baggert die Straße auf. Oh, hallo, Frau Mümmel. Ich habe hier ein mächtig großes Eisenrohr wegzuheben. In Ordnung, Herr Bulle. Wie können Sie so ein mächtig großes Rohr heben? Mit meinem starken Magneten. Hurra! Und was machen Sie jetzt mit dem Rohr? Hab ich noch nicht überlegt. Ich weiß, ich lege es hier ab. Da findet man es dann leicht wieder. Und jetzt kann ich euch nach Hause bringen. Aber was ist mit Papa? Hallo? Papa Wutz? Kannst du alleine heimfahren? Frau Mümmel bringt uns jetzt nach Hause. Ist gut. Papa, Papa!
Papa, wir sind geflogen, rauf und runter und rundherum. Oh, so schade, dass ich das verpasst habe. Wir sehen uns zu Hause. Wo kommt das Rohr denn her? Ich weiß, ich nehme eine Abkürzung. Das ist ein bisschen matschig. Komm schon, Auto. Papa Wutz muss doch nach Hause. Papa Wutz steckt fest. Ich rufe Opa Kleff mit seinem Abschleppwagen. Hallo? Opa Kleffs Abschleppdienst. Ich stecke im Schlamm. Können Sie kommen und mich rausziehen, bitte? Tut mir leid, Papa Wutz. Ich kümmere mich gerade um ein großes Eisenrohr. Das hat so ein Verrückter auf der Straße liegen lassen. Ich leite Sie weiter an den nächsten Rettungsdienst. Hallo? Hier Feuerwehr. Ich stecke im Schlamm fest. Können Sie mich bitte rausziehen? Tut mir leid, Papa Wutz. Ich rette gerade eine Schildkröte, die auf einem Baum festsitzt. Komm runter, Knirpsi. Ich weiß wirklich nicht, warum du so gerne kletterst. Du bist so eine Schildkröte. Keine Sorge, Papa Wutz. Ich leite Sie weiter zum höchsten Rettungsdienst, den wir haben. Was ist das für ein Lärm? Oh, ich fliege! Frau Mümmels Hubschrauber hat Papa Wutz gerettet. Hurra! So ein Glück! Jetzt kriegt Papa doch noch einen Hubschrauberflug. Sollen wir ihm zeigen, was der Hubschrauber alles kann? Ja! Er fliegt gerade nach oben. Und auch gerade wieder runter. Er kann sogar Loopings fliegen. Jeder fliegt gern rauf und rundherum in Frau Mümmels Hubschrauber. Kalakabum. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Heute, Kinder, lernt ihr etwas über Instrumente, mit denen ihr schlagen, rasseln und trommeln könnt. Hurra! Zuerst sucht sich jeder im Musikraum ein Instrument aus. Ich hab Trommeln. Die Eisen-Bongo-Trommeln, Klausi. Man trommelt mit den Enden drauf, so. Ich hab eine flache Bongo-Trommel. Das ist eine Boran, die ist irisch. Man schlägt sie mit einem kleinen Stock, etwa so. Ich habe einen Tambourin. Sehr gut, Pedro. Du kannst es auch schütteln, etwa so. Oh! Ich hab eine große Trommel. Ah, die Basstrommel. Miau. Ich weiß ja nicht, wie das hier heißt, aber es ist kratzig. Das, Molly, nennt man Giro. Und es kommt von ganz weit her aus Südamerika. Boah. Und wie kommt es hierher? Ich hab es aus dem Urlaub mitgebracht. Und wie heißen die? Das sind Maracas. Die hab ich auch aus dem Urlaub mitgebracht aus Spanien. Das ist eine Triangel. Mein Papa verkauft übrigens Triangel im Zehnerpack. Danke, Freddy. Das werde ich mir merken. Sie müssen nicht im Urlaub fahren, um sie zu kriegen. Danke. Und wie heißen die? Das sind Kastagnetten. Und die verkauft mein Papa ja im Fünferpack. Danke, Freddy. Olli! Kinder, so spielt man auf Kastagnetten. Bitte sehr, Emily. Muss ich den Tanz auch können? Oh, oh. Nein, mach einfach das Klicke-die-Klack-Geräusch. Ah, Luise hat sich die Becken ausgesucht. Ja. Jeder weiß nun, wie sein Instrument klingt. Jetzt spielen wir sie alle zusammen. Achtung. Fertig, los. Stopp, stopp, stopp. Das ist keine Musik, das ist nur Krach. Jeder kann Bum, Bum, Bum. Aber zum Musikmachen müsst ihr aufeinander hören und im gleichen Takt sein. Madame Gazelle, ich kann nicht hören und gleichzeitig Musik machen. Kannst du klatschen? Ja. Wer klatschen kann, kann auch Musik machen. Alors Mädchen im Takt mit mir. Und jetzt die Jungs. Madame Gazelle hat aus dem Klatschen Musik gemacht. Und stopp! Jetzt
lernen wir, mit unseren Instrumenten zusammenzuspielen. Miau. Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Ah, ihr kommt gerade richtig. Darf ich vorstellen? Das ist unser Schakalaka-Bum-Orchester. Hurra! Kinder, Achtung, fertig, los! Bravo! Möchte vielleicht einer meiner alten Schüler auch noch mitmachen? Sucht eure Instrumente, Kinder! Ja, Madame Gazelle! Madame Gazelle war schon die Lehrerin von allen Mamas und Papas, als die noch klein waren. Das ist ziemlich schwer, Papa, aber ich zeig dir, wie es geht. Mal sehen, ob ich es richtig verstanden habe. Papa, du kannst ja richtig trommeln! Ja, ich bin so eine Art Experte fürs Trommeln. Sehr schönes Schakalaka-Bumm. Und jetzt ein Lied. Mein Papa ist spitze beim Schakalaka-Bumm. Papa-Maul. Es ist ein schöner, sonniger Tag und Luzi Locke besucht Peppa zum Spielen. Hallo, Luzi! Hallo, Peppa! Peppa und Luzi sind beste Freundinnen. Stell dir vor, was mir gestern passiert ist. Gestern war ich am Ententeich und da saß Frau Ente. Also gestern da... Dann war ich im Supermarkt einkaufen mit Mama. Wir haben Brot gekauft und Möhren und... Was ist los? Du redest zu viel. Du machst bla 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 bla. Die ganze Zeit bla bla bla. Mama, Luzi sagt, ich rede zu viel. Tja, du bist schon ein kleines Plappermaul, Peppa. Plappermaul, das stimmt. Plappermaul hier, Plappermaul da. Plapper, plapper, plapper. Du hörst nie auf zu reden. Wenn ich wollte, könnte ich ganz einfach aufhören zu reden. Kannst du nicht. Kann ich wohl. Kannst du nicht. Ich kann wohl. Kannst du nicht. Jetzt reicht's. Ich sage kein einziges Wort mehr. Hallo Luzi. Hallo Peppa. Hallo Zoe. Hübsch siehst du heute aus. Dankeschön, Luzi. Das ist mein neues Kleid. Warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Ja, warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Oh, das ist ein blödes Spiel. Was für ein Spiel macht ihr denn? Luzi sagt, ich bin ein Plappermaul und dass ich niemals still sein kann. Du bist ja auch gerade nicht besonders still, oder? Gut, ich werde niemals wieder ein einziges Wort sagen und zwar ab sofort. Hallo zusammen. Hallo Klausi. Hallo Klausi. Was ist denn mit Peppa los? Sie redet nicht mehr. Oh, wer mag eine Traube? Ich bitte. Ich bitte. Du darfst nicht mit dem Kopf nicken. Das ist Schummeln. Und auch nicht blinzeln. Hallo zusammen. Hallo Pedro. Stimmt was nicht mit Peppa? Sie redet nie wieder. Kein einziges Wort. Warum? Weil sie eben zu viel redet. Ich rede gar nicht zu viel. Und überhaupt, du läufst doch immer so rum und sagst, oh, seht mich an, ich bin Luzi Locke. Na, was hab ich gesagt? Und wie du immer sprichst. Micky, Macky, Buh, Ba, Buh. So rede ich niemals. Aber schon ein bisschen ähnlich, Luzi. Du plapperst genauso viel wie ich. Ich kann ganz ruhig sein. Das ist nicht so einfach. Aber auch nicht so schwer, Peppa. Na gut, dann mach du's doch mal. Dann machen wir es alle. Wir zeigen es meiner Mama. Mama, wir sind jetzt alle ganz leise. Unheimlich leise. So leise, dass man einen Ball auf den Boden fallen hört. So leise wie eine Maus. Aber ihr seid überhaupt nicht leise. Ihr seid sogar alle ziemlich laut. Wir können sehr leise sein, aber nur, wenn wir wollen. Dann zähle ich bis drei und ihr seid leise. Eins, zwei... Ich bin noch nicht fertig. Okay. Jetzt auf die Plätze. Fertig. Fertig. Drei.
Hallo, ich bin zurück. Oh, ich dachte, es wäre niemand zu Hause. Peppa und ihre Freunde spielen gerade leise sein. Das ist nicht spielen, das ist sehr harte Arbeit. Och, Peppa. Peppa kann das Reden einfach nicht lassen. Oh, Papa, ich glaube, ich bin wirklich ein Plappermaul. Das ist nichts wirklich Schlimmes, Peppa. Reden ist gut. Ich glaube, du bist sogar eine Expertin im Reden. Das stimmt. Ich bin eine Expertin im Reden. Ich bin auch Expertin im Reden. Bist du nicht? Ich bin hier das Plappermaul. Ich bin ein größeres Plappermaul als du. Ihr zwei seid beide gleich. Ja, das stimmt. Darum sind wir auch beste Freundinnen. Plapper, plapper, plapper. Peppa liebt es zu reden. Luzi liebt es zu reden. Alle lieben es zu reden. Freddy Fuchs. Peppa und ihre Freunde sind heute bei Luisa Löffel zum Spielen. Kommt, wir spielen Verstecken. Wir verstecken uns alle und Peppa ist dran mit Suchen. Na gut. Eins, zwei. Jeder muss ein Versteck finden, bevor Peppa bis 10 gezählt vier. Hat. Klausi und Molly verstecken sich hinter einem kleinen Baum. Zoe, Pedro und Luisa verstecken sich hinter einem Zaun. Luzi und Emily verstecken sich hinter einem Busch. 9, 10. Alles muss versteckt sein. Ich komme. Ich weiß, wo ihr seid. Oh. Oh. Peppa kann niemanden finden. Das gibt's doch überhaupt nicht. Freddy Fuchs kommt zum Spielen vorbei. Hallo, Freddy. Hallo, Peppa. Was machst du denn hier? Wir spielen alle Verstecken. Ich muss suchen, aber ich kann keinen finden. Soll ich vielleicht mal für dich suchen? Du kannst es ja mal probieren, aber es ist unmöglich. Pass mal auf. Hab euch. Oh, hallo, Freddy. Aha, da seid ihr. Oh. Buh. Oh. Freddy Fuchs hat alle gefunden. Wie hast du das bloß geschafft? Ich kann einfach gut riechen. Was hat denn Riechen damit zu tun, Freddy? Ganz einfach. Ich kann euch finden, weil ich euren Geruch erkenne. Ich habe keinen Geruch. Ich habe gestern Abend erst gebadet. Weiß ich doch. Du riechst nämlich fein. Oh, ich könnte dich sogar mit geschlossenen Augen finden. Das will ich sehen. Finde Luzi mit geschlossenen Augen. Kein Problem. Versteck dich, Luzi. 1, 2, 3. Luzi überlegt, wo sie sich verstecken könnte. 6, 7, 8, 9, 10. Alles muss versteckt sein. Jetzt komm ich. Freddy sucht mit geschlossenen Augen nach Luzi. Er schnuppert, wo Luzi überall entlang gelaufen ist. Um den Baum herum, hinter dem kleinen Busch und den Hügel wieder hinauf. Hab dich. Oh. Und alles nur mit meiner Nase. Du hast eine super Nase. Ja, das stimmt. Hat denn wirklich alles einen Geruch? Oh ja. Alles auf der Welt riecht ganz unterschiedlich. Wonach rieche ich denn? Du riechst nach Blumen und auch nach Gummistiefeln, Peppa. Nach was rieche ich denn? Du riechst nach nassem Gras und Keksen. Und nach was rieche ich? Bananen und Marmelade. Und wonach rieche ich? Milch und Fischstäbchen. Und wie rieche ich denn? Pedro, du riechst nach Zahnpasta. Oh, was ist denn dein Lieblingsgeruch? Eier. Und was ist das Schlimmste, was du je gerochen hast? Stinkekäse. Puh! Gleich ist Mittagsessenszeit. Woher weißt du das? Ich rieche schon. Möhrensuppe. Ich rieche die Möhrensuppe auch. Ich auch. Mittagessen, Kinder. Jetzt gibt's eine Möhrensuppe. Alle mögen die Möhrensuppe von Frau Löffel. Die Suppe ist lecker. Wer kann das sein? Herr Fuchs kommt, um Freddy abzuholen. Mmh, ich rieche Mittagessen. Oh,
Herr Fuchs. Hallo. Hallo, Frau Löffel. Hallo, Papa. Ich habe eben Mittag gegessen im Hasenhaus. Guter Junge. Und raten Sie mal, was es zum Nachtisch gibt. Riecht fein. Ich tippe auf Erdbeerpudding. Das stimmt. Herr Fuchs liebt es zu riechen. Alle lieben es zu riechen. Größte Matschepfütze der Welt. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Guck mal, wie doll es regnet. Dann haben wir morgen viele Matschepfützen zum Reinspringen. Oh, klasse. Und darum kann es eigentlich nie zu viel regnen. Es ist morgen. Hurra! Matschepfützen! Oh, guten Tag, Frau Ente. Was machen Sie denn hier bei uns? Boah! Der Regen hat alles überschwemmt. Unser Haus ist auf einer richtigen Insel. Matschepfützen, ich komme schon. Hui! Ja. Oh, wo kommt denn das ganze Wasser her? Wie kriegen wir bloß was zu essen? Ganz einfach. Papa schwimmt zum Supermarkt. Oma und Opa Wutz kommen mit dem Boot vorbei. Ahoi auch! Ein wunderbarer Tag zum Schippern. Ja. Wir schippern zum Supermarkt. Braucht ihr vielleicht irgendwas? Ja, bitte. Wir brauchen dringend Tomaten und Spaghetti. Tomaten und Spaghetti! Polly Piepmatz plappert alles nach, was jemand sagt. Polly ist unser Einkaufszettel. Bist du ein kluger Papagei? Bist du ein kluger Papagei? Dürfen wir auch mit, bitte? Kommt an Bord! Guck mal, da ist Luzi Lockes Haus. Wir schippern zum Supermarkt. Braucht ihr vielleicht irgendwas? Mama, brauchen wir irgendwas vom Supermarkt? Ja, wir brauchen was zum Abendessen. Schokolade, bitte. Schokolade! Hallo, Klausi. Hallo, Peppa. Ich helfe gerade meinen Opa. Wir retten Leute vor dem Wasser. Großartiges Wetter für sowas. Braucht ihr irgendwas vom Supermarkt? Vielleicht eine Zeitung für mich. Für mich ein Comic. Zeitung, Comic! Opa, was ist das für ein Rohr da unten im Wasser? Ah, U-Boot voraus! Alarmstufe rot! Ahoi auch, ihr Landratten! Es ist Opi Mümmel in seinem Unterseeboot. Wunderschöner Tag zum Schippern! Nur der Himmel und das Meer! Ich könnte euch Geschichten erzählen! Brauchst du irgendwas vom Supermarkt? Oh ja, einen Käse bitte! Käse? Das Boot von Opa Wutz ist am Supermarkt angekommen. Hallo? Hier ist heute sehr wenig los. Sie sind meine ersten Kunden. Vielleicht liegt es an der Flut. Albern, nicht wahr? Ein kleines bisschen Regen und schon geht keiner mehr vor die Tür. Was darf es denn für Sie sein? Polly hat die Liste. Bist du ein kluger Papagei? Bist du ein kluger Papagei? Oh je. Polly hat die Einkaufsliste vergessen. Aber zum Glück kann ich mich noch genau daran erinnern, was alle brauchen. Käse! Danke, Peppa. Auf dich ist Verlass. Zeitung und Comic! Danke, Peppa! Was für ein Glück, dass Peppa im Supermarkt war. Sonst hätten wir jetzt nichts zum Abendessen. Hier ist eure Schokolade. Jetzt gibt es endlich Abendessen, Mama. Peppa und Schorsch sind wieder zu Hause. Es ist schon fast Schlafenszeit. Und schon ist wieder Morgen. Oh! Das Wasser ist weg, aber eine riesengroße Matschepfütze ist noch da. Matschepfütze! Das ist die größte Matschepfütze auf der ganzen weiten Welt. Und Elefant feiert Geburtstag.
Herr Zebra, der Postbote, bringt einen Brief zu Familie Wutz. Oh, schaut mal, da ist ja eine Partyeinladung für jemanden. Die ist bestimmt für mich. Da steht an Schorsch Wutz von Edmund Elefant. Bitte komm zu meiner Party. Steht da nicht irgendwo Schorsch und Peppa? Nein, nur Schorsch. Ich habe auf so eine alberne Babyparty sowieso keine Lust. Hallo? Oh, es ist für dich, Peppa. Emily Elefant ist dran. Hallo? Hallo, Peppa. Kommst du auch zu Edmunds Party als meine Freundin? Oh ja, gerne. Meine Mama hat gefragt, ob wir mit den Kleinen helfen können. Helfen? Ja, klar kann ich helfen. Klausi und Luzi kommen auch zum Helfen. Oh, klasse. Alle kommen zur Geburtstagsparty von Edmund Elefant. Oh, meine Helfer sind auch da. Hallo, Frau Elefant. Na, dann kann die Party ja losgehen. Wer spielt denn gerne Stopptanz von euch? Ich! Also, das Spiel geht so. Ihr müsst tanzen, solange die Musik läuft. Und wenn die Musik stoppt, hört ihr sofort damit auf. Achtung, fertig, los! Kopf, Schulter, Knie und Fuß. Los, jetzt tanzt doch endlich! Susi hier vorne blinzelt noch. Du bist raus. Wow. Augen, Ohren, Nacken. Du hast dich bewegt, Schorsch. Du bist raus. Linus und Edmund sind auch raus. Und damit hat Sina gewonnen. Wow. Du kriegst eine Medaille. Die ist aus echtem Plastikgold. Mama, mit Stopptanzen sind wir jetzt fertig. Wunderbar. Dann spielen wir jetzt das wandernde Geschenk. Ja! Solange die Musik läuft, wandert das Geschenk in Kreis. Und der, bei dem die Musik stoppt, der wickelt das Geschenk aus. Achtung, fertig, los! Schorsch, gib das Geschenk weiter. Edmund bekommt eine Medaille. Beeil dich ein bisschen, Linus. Mach einfach das Papier ab. Linus bekommt auch eine Medaille. Schorsch bekommt eine Medaille. Gib das Geschenk weiter. Oh je, Schorsch gibt das Geschenk nicht weiter. Nein, Schorsch, das ist doch Susis Medaille. Es ist ein Riesenteddy. Edmund hat gewonnen. Mama, das wandernde Geschenk ist fertig. Oh, wunderbar. Dann ist jetzt Zeit für Kuchen. Hurra! Oh weh, die Helfer haben alle Plätze besetzt. Denkt dran, Kinder, das hier ist Edmunds Party. Die Helfer essen, wenn die Kleinen fertig sind. Oh ja! Wir sind ja die Helfer. Was bitte? Was bitte? Saft bitte? Pudding bitte? Pudding, Pudding. Nochmal. Herzlichen Glückwunsch, Edmund. Herzlichen Glückwunsch, Edmund. Die Geburtstagsparty ist vorbei. Vielen Dank, meine Helfer. Ihr habt wirklich alle fleißig gearbeitet. Ja, es ist gar nicht so einfach, sich um kleine Kinder zu kümmern. Ich bin total fertig. Ich brauche erstmal Urlaub. Opi Mümmels Bootswerft. Peppa, Schorsch und Oma Wutz wollen einen Ausflug machen mit Opa Wutz und seinem Boot. Ahoi auch, Peppa und Schorsch. Bereit zum in See stechen. Ich bringe das Boot noch ein Stück näher ran. Pass auf, dass du nicht an den großen Stock stößt, Opa. Das ist ein Anlegepfahl. Ich stoß nicht dran. Oh. Opa, in deinem Boot ist ein großes Loch. Ach, nur ein kleiner Kratzer. Oh,
Opas Boot fängt an zu sinken. Schnell, Opa Wutz, spring ab! Der Kapitän verlässt nie ein sinkendes Schiff. Das Boot von Opa Wutz ist bis auf den Grund des Flusses gesunken. Ahoi, Opa Wutz! Herrlicher Tag zum Schippern! Ja, ahoi auch! Ich bringe mein Boot heute mal in die Werft. Zeit für ein paar Reparaturen. Könntest du vielleicht mein Boot auch mitnehmen zur Werft, bitte? Natürlich! Wo ist denn dein Boot? Ich stehe gerade drauf. Hohoho, ist es gesunken? Tja, wie man's nimmt. Ich wundere mich, dass es nicht schon vor langer Zeit gesunken ist. Was? Das ist ein besseres Boot als dein alter Rosteimer da. Opa Kleff und Opa Wutz sind die allerbesten Freunde. Fang auf, Captain! Ei, ei, Skipper! Opa Kleffs Abschleppwagen hebt das Boot von Opa Wutz aus dem Wasser. Boah! Nächster Halt, Bootswerft! Was ist eine Bootswerft? In einer Bootswerft werden kaputte Boote repariert, Peppa. Das ist die Bootswerft von Opi Mümmel. Ahoi auch, ihr Landratten! Ahoi auch, Opi Mümmel! Oho, was ist denn mit deinem Boot passiert, Opa Wutz? Jemand hat damit einen Anlegepfahl gerammt. Es hat gekracht und ein großes Loch gemacht. Da! Du weißt doch, man sollte nie andere Leute ans Steuer lassen, Opa Wutz. Ja, kriegst du's wieder flott? Natürlich, ich muss den Schaden gerade mal ausmessen. Opi Mümmel misst das Loch im Boot von Opa Wutz. Jetzt muss ich nur noch was zum Flicken finden. Toll, wenn man einfach so ein Boot reparieren kann. Oh, das dauert Jahre, bis man sowas gelernt hat. Und wie lange reparierst du schon Boote? Jahre. Opi Mümmel hat eine Menge Alteisen gesammelt zum Boote reparieren. Also das ist meine Goldmine. Das ist doch nur ein Haufen Schrott. Aus so einem Haufen Schrott kann man sehr viel machen. Zum Beispiel? Zum Beispiel ein U-Boot. Boah. Opi Mümmel hat ein U-Boot aus Schrott gebaut. Und das funktioniert wirklich? Pass auf! Es läuft mit Wasser voll. Das ist wunderbar zum Untertauchen. Nur nicht so gut zum Wiederauftauchen. So, das ist genau, was ich gesucht habe. Das ist eine Waschmaschine. Es ist ein Ersatzteil für das Boot von Opa Wutz. Das ist es. Du reparierst mein Boot mit einem Stück Waschmaschine? Ja. Jetzt ist so gut wie neu. Hurra! Jetzt die Testfahrt. Fertig zum Stapellauf. Ei, ei. Unglaublich, es schwimmt. Überrascht dich das? Ja, normalerweise sinken sie beim ersten Versuch. Kann unsere Fahrt ja endlich mal losgehen. Was für eine großartige Idee. Das nenne ich Leben. Unterwegs mit dem Boot, allein mit dem Himmel und dem Meer. Ich kenne ein Lied über den Himmel und das Meer. Wollt ihr es hören? Nein, danke. Ja, bitte. Als ich heute erwachte, war der Himmel noch da. Genau wie das Meer. Computer von Opa Wutz. Peppa und Schorsch besuchen Oma und Opa Wutz. Opa Wutz! Bloß! Oh, nanu! Ist das eine Kuckucksuhr? Ja, und sie macht Kuckuck, Kuckuck. Aber jetzt ist sie kaputt. Kannst du sie bitte reparieren, Opa Wutz? Wir bringen sie mal in meinen Schuppen. Das ist Opa Wutz Schuppen, in dem er Sachen repariert. Ich werfe mal einen Blick hinein. Mann, Opa, jetzt hast du sie erst richtig kaputt gemacht. Oh, hatte ich nicht mal ein Buch über Uhren? Ah, da ist es ja. Alles über Uhren. Opa Wutz hat die Kuckucksuhr repariert. Kuckuck, 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 Kuckuck.
Mama Wutz kommt, um Peppa und Schorsch abzuholen. Mama, Opa hat uns die Kuckucksuhr repariert. Wie schön. Was ist das? Das ist mein alter Computer. Den kann ich nicht reparieren. Er ist nicht kaputt. Ich habe einen neuen und ich dachte, du möchtest vielleicht den alten. Ich weiß wirklich nicht, ob ich überhaupt einen brauche. Oh, ein Computer. Und was macht man damit? Mit dem kann man Buchstaben schreiben. Guck mal, Oma. A, B, C, D. Und Zahlen. 1, 2, 3. Aber nicht, dass wir ihn kaputt machen, wenn wir einen falschen Knopf drücken. Keine Sorge, der geht nicht kaputt. Du darfst ihn nur nicht mit Milch füttern. Oder mit Keksen oder Marmelade. Aber das Beste ist dieses Spiel hier. Das lustige Hühnchen. Wenn du hier drauf drückst, legt das Hühnchen ein Ei. Ich bin sehr gut in dem Spiel, aber Schorsch ist der Beste. Das ist lustig. Vielleicht behalten wir den Computer ja mal hier, Oma Wutz. Wiedersehen! Wiedersehen! Sollen wir ein bisschen mit dem Computer arbeiten, Oma Wutz? Ja, komm, wir machen Zahlen und Buchstaben. Peppa und ihre Familie sitzen beim Mittagessen. Ich habe Oma und Opa meinen alten Computer geschenkt. Das ist nett. Meinst du, sie kommen damit zurecht? Hallo, hier Peppa Wutz am Apparat. Ah, oh, Peppa, ich hätte da mal eine Frage. Es geht um den Computer. Es ist Opa. Er hat den Computer kaputt gemacht. Was stimmt denn nicht mit dem Computer, Opa Wutz? Er ist voller Eier. Eier? Vor lauter Eiern sieht man das lustige Hühnchen gar nicht mehr. Ich bin kaputt. Schalte den Computer aus. Und jetzt schalte ihn wieder ein. Hat das geholfen? Ich bin sehr kaputt. Das hört sich nicht gut an. Vielleicht ist er endgültig hin. Wir kommen vorbei und holen ihn ab. Oma, wir holen den kaputten Computer ab. Oh, Opa Wutz hat ihn in seinen Schuppen gebracht. Ah, so funktioniert's. Ich bin repariert. Hurra! Mein Opa ist der allerbeste Reparierer der Welt. War er schwer zu reparieren? Überhaupt nicht. Ich habe hier ein Buch gefunden. Alles über Computer. Also sollen wir den Computer doch nicht wieder mitnehmen? Nein, ich brauche ihn doch für wichtige Arbeit. Buchstaben- und Zahlenarbeit? Nein, um Oma Wutz bei das lustige Hühnchen zu besiegen. Ich habe 4020 Eier gelegt. Boah! Ihr seht, ich habe viel Arbeit, um das aufzuholen. Dr. Hamsters Schildkröte. Die Spielgruppe hat heute Besuch. Kinder, Dr. Hamster erklärt uns heute ihre Arbeit. Moin, moin zusammen. Moin, moin, Dr. Hamster. Dr. Hamster ist Tierärztin. Wer weiß was über Tierärzte? Tierärzte machen kranke Tiere gesund. Das stimmt. Und ich habe euch ein paar von meinen Tieren mitgebracht. Oh! Das ist Henny, der Wellensittich. Hallo, Henny! Darf ich Henny mal streicheln? Ja, ganz vorsichtig, nicht? Der ist ganz flauschig. Oh, das sind seine Federn. Die braucht er zum Fliegen. Seht ihr wohl, das Fliegen ist wichtig für Henny, damit er in Form bleibt. Wer kann mir nur sagen, was Henny noch braucht, um fit und gesund zu bleiben? Er muss was essen. Ja. Er muss was trinken. Das stimmt. Er muss auch ein bisschen atmen. Ja, sehr gut. Er muss auch schlafen. Ausgezeichnet. Entschuldigung, Madame Gazelle. Ich hab verschlafen. Oh, Pedro. Du schläfst wirklich gern. Ja, Madame Gazelle. Ich habe hier ein Haustier, das schläft auch gerne. Das ist eine Schildkröte. Das ist Knirpsi, die Schildkröte. Hallo, Knirpsi. Knirpsi hat den ganzen Winter hindurch fest geschlafen. Oh. Wo
wozu hat sie dieses Schalendings da auf dem Rücken? Diese Schale ist ihr Zuhause. Da versteckt sie sich, wenn sie Angst hat. Magst du die denn wohl mal streicheln? Ja, bitte. Hab keine Angst, Knirpsi. Wie alt ist Knirpsi? Knirpsi ist 33. Das ist so alt wie meine Mama. Und manche Schildkröten werden über 100 Jahre alt. Das ist so alt wie mein Opa. Warum ist sie so langsam? Sie muss ihr ganzes Haus mit sich rumschleppen. Dr. Hamster, ich glaube, Knirpsi will gerade weglaufen. Die kommt nicht weit. Dafür ist sie zu langsam. Kenners, ich habe noch jemanden, den ich euch zeigen will. Dinosaurier. Ach, Schorsch, du sagst aber auch immer Dinosaurier. Oh, das ist ein Dinosaurier. Oh. Das ist kein Dinosaurier, das ist Ella, die Eidechse. Hallo, Ella. Die hat Schuppen wie ein Drache. Kann sie auch Feuer spucken? Nein, aber sie hat eine sehr, sehr lange Zunge. Boah. Macht sie auch einen Winterschlaf, so wie Knirpsi? Nein. Oh, wo ist Knirpsi? Knirpsi! Oh weh, Knirpsi, die Schildkröte, ist weggelaufen. Keine Sorge, Dr. Amster, wir finden Knirpsi. Vielleicht ist sie im Musikzimmer. Knirpsi ist nicht im Musikzimmer. Ist sie vielleicht im Spielhaus? Knirpsi ist nicht im Spielhaus. Versteckt sie sich in der Garderobe? Knirpsi versteckt sich auch nicht in der Garderobe. Ich kann Knirpsi riechen. Hier entlang. Freddy Fuchs hat eine sehr gute Spürnase. Da ist Knirpsi. Knirpsi ist oben auf einem Baum. Oh, jetzt brauche ich wohl Hilfe, ne? Das ist die Feuerwache von Frau Mümmel. Meine Knirpsi sitzt auf einem Baum. Was? Schon wieder? Notfalleinsatz! Notfalleinsatz! Schildkröte auf einem Baum! Ich weiß gar nicht, wieso du so gerne auf Bäume kletterst. Du bist doch eine Schildkröte. Zurücktreten! Knirpsi! Komm schon, Knirpsi! Dankeschön, Frau Mümmel. Gehört alles zu meiner Arbeit. Bei meiner Arbeit kümmere ich mich auch um Tiere. Wo sind denn Hinni und Ella? Oh, ich weiß nicht. Hallo, hier sind sie. Gesund und munter.